Hi, ich bin heute für euch quasi aus Berlin angereist extra und muss leider morgen schon wieder abreisen, aber ich wollte trotzdem dabei sein, weil ich dieses Event so gut finde und unterstützenswert und werde mir dann im Nachhinein angucken, was ihr quasi alles für spannende Projekte entwickelt. In meinem Vortrag geht es darum, um die Herausforderung herauszufinden, was eigentlich real, also was echt ist und was falsch im Netz und so ein bisschen auch, welche Herausforderung das für den Journalismus bedeutet. Ich bin Journalistin, ich habe gestern mal nachgerechnet und war selber erschrocken, weil es fast 20 Jahre sind, dass ich journalistisch arbeite. Und da hat sich Deutschland so quasi von einer Zeitungsnation in einen mittlerweile auch ein bisschen mobileren Medienmarkt entwickelt. Ich arbeite für das Wired-Magazin in Berlin, ein Tech-Magazin, und schreibe viel über internationale Fragestellungen, also zum Beispiel wie Waffenkontrolle für sowohl digitale als auch traditionelle Waffen funktioniert. Ich interessiere mich dafür, wie digitale Innovation auf Seiten der Polizei aussieht, natürlich auch dann Videoüberwachung und Co. Und recherchiere aber auch viel, wie sozusagen Gangs und Kriminelle Digitalisierung für sich nutzen, sei es soziale Netzwerke, sei es irgendwie Drogen- und Waffenhandel im Darknet, oder eben Tech wie Drohnen. Mit meiner Kollegin Julia Jaroszewski habe ich in den letzten Jahren einen Think Tank aufgebaut, Buzzing Cities Lab. Wir arbeiten zum Beispiel viel in Favelas in Brasilien, Townships in Südafrika. Und da kann man eigentlich ganz gut sehen, wie jeder mittlerweile seine Lebensrealität abbilden kann. Das heißt, ein Jugendlicher aus der Favela nimmt sein Smartphone und streamt Schießereien live und zeigt einfach, was dort vor Ort passiert. Genauso wie jeder von euch mittlerweile auch sein eigenes Medium aufmachen kann, seinen Snapchat-Kanal oder seinen Blog oder sein Datenprojekt. Das heißt, die gute Nachricht ist, es war noch nie so leicht wie heute, selbst einfach Inhalte zu erstellen und tatsächlich auch ein relativ großes Publikum dafür zu begeistern, wenn die Inhalte gut sind. Ich war vor ein paar Wochen wieder in China, beziehungsweise bin aus China zurückgekommen. Und da kann man ganz gut sehen, wie Journalisten, Reporter abgelöst werden durch neue Meinungsführer, Influencer. Das ist Papi Yang, das ist eine junge Chinesin aus Shanghai, die Livestreaming macht und YouTube-Videos. Und die hat auf den verschiedenen Kanälen mehr als 44 Millionen Follower. Das heißt, irgendwie, wenn man sich das vorstellt, das ist einfach so das halbe Deutschland. Da kann kein deutsches Medium mithalten, wobei China natürlich auch ein bisschen mehr Einwohner hat. Mikronews für jeden, auf Facebook beziehungsweise in Messenger-Gruppen und so weiter und so fort finden die eigentlichen Diskussionen statt und nicht mehr wie früher vielleicht auf den Seiten der Medien oder unter den Artikeln. Und Nachrichten im Netz verbreiten sich rasant, das heißt, es werden Terrorattacken einfach live gestreamt, alles was passiert, Proteste, aber leider eben auch Fake News, also Falschmeldungen. Die schlechte Nachricht, es war noch nie so leicht, selbst Inhalte zu erstellen und dann eben auch rasant zu verbreiten und ein relativ großes Publikum zu erreichen. Es gab Fake News schon immer, also ich glaube so Anfang des 19. Jahrhunderts wurden Außerirdische schon gemeldet von irgendwelchen internationalen Zeitungen. Das heißt, haben sich schon immer Leute irgendwas ausgedacht, sei es aus politischen Gründen oder eben einfach, weil sie Geld brauchten und die Zeitung füllen wollten. Die Dimension ist aber natürlich heute eine komplett andere mit sozialen Netzwerken, mit einer globalen Meinungsarena. Und ich glaube, die meisten erkennen Trump. Das ist sozusagen der König der Fake News. Das Problem ist, anfangs hat ihn keiner ernst genommen. Das heißt, die Journalisten haben dann vor allem über seine Haare geschrieben. Und das ist übrigens eine sehr coole Seite, weil ihr könnt euer eigenes Bild hochladen und dann quasi probieren, wie die Perücke passt. So, in echt ist es aber leider nicht so lustig, weil man Trump, also sozusagen, dass man Trump nicht ernst genommen hat journalistisch und ihn eigentlich als Witzfigur dargestellt hat und diese Tragweite nicht erkannt hat, beziehungsweise nicht erkannt hat, dass er vielleicht mit seinen Parolen bestimmte Bedürfnisse von der Bevölkerung anspricht, hat eben auch dazu geführt, dass er im Endeffekt solchen Erfolg hatte.
Und Trump bezeichnet eben die komplette Medienlandschaft oder zumindest die liberalere Medienlandschaft als Fake News und hat das Vertrauen also stark so in die Medien erodieren lassen. Also sagt eben, diese Medien sind nicht mein Feind, sondern der Feind der amerikanischen Bevölkerung. Die New York Times begleitet die ganzen Lügen von Trump sozusagen kontinuierlich und schreibt auf, wie oft er gelogen hat. Da gibt es auch ganz schöne Infografiken auf der Seite, wo man eben sieht, an welchen Tagen er nicht gelogen hat. Aber ehrlich gesagt ist da ziemlich viel rot, also es sind weniger Tage, an denen er sozusagen nicht lügt. So. Und das ist wichtig, weil es eben einfach transparent macht und transparent macht so diesen Umfang des Wahnsinns, der da passiert. Das Problem ist, es ist einfach ein bisschen zu spät. Es war immerhin, also war, was in den USA passiert ist, also auch, dass viele Medien einfach das Gefühl hatten, Trump wird auf keinen Fall gewählt, die Gefahr ist gar nicht so groß. Es waren ja auch viele Umfragewerte komplett falsch. War zumindest für die deutsche Medienlandschaft eine Art Warnschuss. Das heißt, die Journalisten in Deutschland haben sich dann einfach gefragt, so, wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass wir auch einen extremen Rechtsrutsch haben? Gucken wir tatsächlich irgendwie dorthin, wo wir hingucken müssen? Sprechen wir wirklich mit den Leuten und repräsentieren wir eben einfach die Meinungen? Oder haben wir vielleicht auch eine falsche Vorstellung davon, was Deutschland wählt oder Deutschland will, wie in den USA? In Deutschland stehen die Ergebnisse der Bundestagswahlen auch schon fest, jetzt. Das sind natürlich Fake News, also gezielte Falschinformationen. Es ist eine Verschwörungstheorie, dass jetzt quasi einfach schon die Wahlergebnisse feststehen, die Verteilung, dass da geheime Unterlagen gibt, die gerade im Netz zirkulieren. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Aber das Problem ist eben Fake News, und zwar gerade also Nachrichten, die einfach falsch sind, aber die plausibel sein könnten, die bestimmte Vorurteile zum Beispiel gegenüber Flüchtlingen bedienen oder die einfach skandalisieren, Wut erzeugen, die laufen unglaublich gut, weil im Netz quasi diese Empörungsstrategie oft funktioniert. Also je drastischer irgendwas ist, je mehr ich mich aufregen kann, desto mehr teilen das die Leute. Ein Problem bei diesem ganzen Fake News ist, es geht nicht nur um Informationen oder es geht nicht nur um politische Macht, sondern es ist tatsächlich auch ein Geschäft. Das heißt, ihr könntet wahnsinnig viel Geld damit verdienen, wenn ihr euch einfach jetzt hinsetzt und Fake News produziert und es schafft, die relativ viel einfach zu einer großen Reichweite zu pushen. So dieser junge Mann hat auch gesagt, das ist Justin Kohler, sozusagen der Fake News King. Der hatte so eine Art Startup, der war politisch auch gar nicht so interessiert, aber egal. Und hat einfach gemerkt, dass er, indem er auf Facebook reichweitenstarke News verbreitet, ziemlich viel Geld über Anzeigen einspielen kann. Und der hat zum Beispiel kurz vor den US-Wahlen diese Fake News verbreitet, dass eben quasi ein Agent, der angeblich in diesen Hillary-E-Mail-Skandal verwickelt war, tot aufgefunden wurde. Kurz vor den Wahlen. Es wurde irgendwie hunderttausende Male geteilt, aber es war komplett erfunden. Der hat im Fake News Business mittlerweile abgeschworen und schreibt jetzt ein Buch über seine Erfahrung. Und er sagt halt einfach, naja, also wenn dich jemand fragt, irgendwie, ob du gerne Geschichten schreibst, dir gerne was ausdenkst und viel Geld verdienen möchtest und du sagst ja, könntest du quasi auch erfolgreich in diesem Fake News Business werden. Es gibt eine Gruppe von Teenagern, also so um die 17, die haben auch ziemlich viel Geld damit verdient, indem sie in Mazedonien, was natürlich irgendwie mit den USA wenig zu tun hat, einfach auch quasi so über 100 Seiten zu Trump betrieben haben, die er sich relativ gut geklickt haben. Tech-Tools helfen bei der Verbreitung von Fake-Seiten, von Fake-News und ihr könnt sie damit aber genauso bekämpfen. Edu Martins ist ein brasilianischer Kriegsfotograf, der ziemlich erfolgreich war, also ein junger Typ. Sieht so ein bisschen modelmäßig aus. Der war so an den, an den gefährlichsten Orten der Welt, war im Irak unterwegs, hat ständig Bilder so richtig von der Front irgendwie unterwegs mit der Peschmerga und so weiter gepostet.
hat angeblich für internationale Medien als Fotograf gearbeitet und war eben auch online zumindest mit Kriegsfotografen in Kontakt. Das Problem war nur, nie hat ihn irgendjemand von anderen quasi dort gesehen, also an den Einsatzorten. Und dann kam irgendwann in den letzten Wochen die Frage auf, existiert er eigentlich oder nicht so. Dann hat mal jemand nachgeschaut und der war ein absoluter Fake, also von A bis Z. Das heißt, der hat seine schönen Bilder quasi von anderen amerikanischen Fotografen geklaut und hat deren Bilder quasi einfach in Photoshop umgedreht. Genau, und so eine kleine Farbkorrektur, aber so wirklich viel Mühe hat er sich eigentlich auch nicht gegeben. Und er war wirklich relativ erfolgreich so mit seiner Fake-Karriere. Und dieses Beispiel, also, und hat tatsächlich auch Fotos verkauft. So. Und dieses Beispiel zeigt eben, auch Massenmedien sind zum Beispiel nicht vor solchen Fake-Leuten gefeit. Und manchmal reicht eigentlich relativ wenig so an Tech-Expertise, weil das sind jetzt wirklich keine großen Veränderungen, um so eine Nummer durchzuziehen. Der hat mittlerweile, weil Leute eben nachgefragt haben und Identitätsnachweise wollten und so weiter, hat er einfach so gesagt, ich bin jetzt im australischen Outback unterwegs für ein Jahr und mache einen Digital Detox. Und dann war das Profil gelöscht. Theoretisch könntet ihr alle eure eigenen Fake News generieren. Es gibt verschiedene Seiten, mit denen man zum Beispiel hier, ja. Nochmal zur letzten Folie. Ja, hier. Welche Seite war die? das war sozusagen von diesem Fake-Brasilianer, also seine Variante. Und das war von einem, amerikanischen Fotograf, von dem der die Bilder einfach geklaut hatte. Genau. Ja. Und er hat dann auch einigen anderen Kriegsfotografen irgendwie versprochen, dass sie in einer Netflix-Serie auftreten können, die er organisiert und so. Also es waren wirklich wilde Geschichten. Genau. Also es gibt relativ viele Seiten, mit denen man so Satire-Posts bauen kann, aber eben natürlich auch falsche Posts suggeriert. Also man kann halt einfach irgendwelche Profilbilder reinladen, quasi einen Tweet schreiben, dann könntest du einen Screenshot machen und den könntest du dann wiederum weiter twittern und schreiben irgendwie, hey, krass, was Angela Merkel gesagt hat. Und ich glaube, weil so, also je nachdem, also wie plausibel sowas ist, kann man es zum Teil sogar, und wie glaubwürdig du selber auch bist und ob du deine Glaubwürdigkeit zum Beispiel verspielen möchtest, könntest du damit irgendwie einen gewissen Erfolg haben. Die Junge Union hat es probiert mit Martin Schulz. Die haben quasi sein Profilbild geklaut und dann irgendwie so ein bisschen seltsamen Hoax versucht und die wurden dann aber auch abgemahnt. Also sie haben so getan, als ob er irgendwie jetzt die hier Linksextreme unterstützen würde und fanden das irgendwie witzig. Es gibt auch Seiten, mit denen man komplette Nachrichten nachbauen kann. Also ihr könntet jetzt euren eigenen Artikel im Spiegel Online Design schreiben und versuchen, das so zu verbreiten. Und das Problem ist eben, dass viele Leute gar nicht so genau nachgucken, wer zum Beispiel der Absender von der News ist. Also wenn zum Beispiel, ich könnte ja spiegel.com als URL oder sowas Absender machen und viele würden dann vielleicht nicht merken, dass es spiegel.de ist oder so. Man kann das Ganze dann sozusagen noch ein bisschen aufblasen künstlich, wenn ich mir nämlich eine Bot-Armee kaufe, das heißt quasi mir zum Beispiel auf Twitter ein paar Profile zulege, beziehungsweise ein Netzwerk an Profilen, über die meine Nachricht dann automatisch ausgespielt wird. Ist auch gar nicht so teuer irgendwie, ungefähr $50 für diese Eierprofile, wo kein Bild drin ist. Und für Facebook-Profile, die schon ein bisschen älter sind, also glaubwürdiger sind, muss ich da ein bisschen mehr zahlen, aber ist alles noch machbar. So, die nächste Stufe wird dann sein, wenn nicht mehr nur Bilder gefälscht werden, sondern wenn ich sozusagen auch automatisch zum Beispiel aus Soundfiles von Barack Obama oder Angela Merkel
beliebige Töne produzieren kann. Das kann man natürlich nutzen, um sich von Angela Merkel zum Beispiel die unendliche Geschichte vorlesen zu lassen. Oder man könnte es auch nutzen, um damit Fake News zu generieren. Was bedeuten würde, dass tatsächlich auch Soundfiles einfach nicht mehr glaubwürdig sind. Und da stellt sich dann nochmal ganz neu die Frage, so wie erkenne ich, dass zum Beispiel Soundfiles nicht mehr real sind. Es kam jetzt auch raus, dass quasi ein Netzwerk von Fake-Accounts also aus Russland sozusagen versucht hat, die US-Wahlen zu beeinflussen, indem die bei Facebook solche Anzeigen eingekauft haben. Und Dark Ads sind eben auch ein Problem, die jetzt im deutschen Wahlkampf auftauchen, aber natürlich nicht in der Dimension. Also Dark Ads bedeutet, dass euch auf Facebook, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel irgendwie Strom sparen liked oder was auch immer, also irgendwas, was so ein bisschen in diese grüne Ecke hindeutet, dass euch dann eine Anzeige von den Grünen ausgespielt werden würde. Kein anderer sieht die, nur ihr. Das bedeutet aber im Endeffekt auch, also die CSU hat zum Beispiel in Russland deutsche, russische Anzeigen ausgespielt, die ein bisschen ausländerfeindlich waren. Und es ist halt total intransparent. Das heißt, die sozialen Netzwerke sind wie so eine Blackbox, wo man überhaupt nicht mehr beurteilen kann, was eine Partei dort eigentlich macht. Bedeutet, wir brauchen mehr Recherche. Und das Gute ist, jeder kann eben Faktenchecker sein und jeder sollte auch in der Lage sein, zumindest so ein bisschen Grundlagen zu verstehen und nicht alles zu glauben, was im Netz so passiert. Es ist unterschiedlich leicht. Also ich meine, hier ist es jetzt irgendwie... Hier liegt es jetzt auf der Hand. Ja, hier liegt es ja auf der Hand, was fake ist und was nicht. Manchmal ist es auch relativ leicht im Netz so. Also ich habe zum Beispiel einen neuen Follower, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob da ein echter Mensch dahinter steckt. Oder ich glaube auch nicht, dass ein realer Account ist. Das heißt, wieder dieser Eierkopf-Account, der hat zwei Follower, folgt 60 Leuten, hat einmal gepostet. Account ist relativ neu so. Aber oft ist eben viel schwieriger so. Also das heißt, es gibt immer so eine bestimmte Checkliste, genauso wie ich zum Beispiel eine Fake-Gucci-Tasche mit einer echten irgendwie vergleichen kann, gibt es eben auch in den Medien oder im Journalismus so eine Art Checkliste, die ich durchgehen kann. Also wie alt ist das Profil, was hat er für ein Netzwerk, wie realistisch ist es, gibt es eine echte Interaktion oder tweetet er die ganze Zeit eigentlich nur Nachrichten weiter? Das ist manchmal relativ leicht und klingt auch banal, kann aber auch echt schwierig sein. Es gibt im Netz wahnsinnig viele Quellen, wo ihr euch weiterbilden könnt und auch aus anderen Beispielen lernen könnt. Und es ist super spannend, wie du einfach oft relativ schnell, also indem du zum Beispiel bei der Google-Bildersuche irgendwie Fotos quasi eingibst und dann so ähnliche Fotos ausgespuckt bekommst, kann man oft relativ schnell gucken, woher stammt vielleicht ein Foto oder ist es ein Ausschnitt aus einem Video, das schon 3 Jahre alt ist oder so. Und ich kann euch die Tools oder so eine Liste von Tools auch nochmal zusammenstellen, wenn da irgendjemand interessiert ist, sich da ein bisschen einzuarbeiten. Es gibt halt einfach online wahnsinnig viele Ressourcen, mit denen man sich weiterbilden kann. In den USA ist diese ganze Tradition des Fact-Checkings schon ein bisschen älter, also PolitiFact, die feiern jetzt sozusagen ihren 10. Geburtstag und die nehmen sich quasi Politiker-Zitate und checken das irgendwie, ob das der Wirklichkeit entspricht. Das ist mit Trump natürlich noch wichtiger geworden. Das ist aber auch relevant für Deutschland. Also wir haben ja gerade mit der AfD relativ viele sozusagen Thesen, die entweder nur teilweise korrekt sind oder eben nicht. Also es ist sehr schwierig, da irgendwie noch durchzublicken. Und in Deutschland gibt es jetzt eine neue Plattform, die heißt StimmtDas.org und die nehmen sich dann eben auch Politiker-Zitate, recherchieren dann irgendwie in Daten, ob das wirklich der Wirklichkeit entspricht oder nur teilweise oder ob es absolute Scharlatanerie ist. Ein anderes Projekt ist Hoaxmap. Hoaxmap ist entstanden auch als freiwillige Initiative von zwei, die nicht länger dabei zusehen wollten, dass im vergangenen Jahr die ganze Zeit gegen Flüchtlinge gehetzt wird. Also es waren ja in sozialen Netzwerken, gab es ja wahnsinnig viele Gerüchte über Vergewaltigungen, Angriffe, die Flüchtlinge begangen hätten, dass sie geklaut hätten und so weiter und so fort. Und die haben mittlerweile 500 solcher Gerüchte gesammelt und die falsch sind und verlinken dann, also
vermappen die auf so einer Karte und verlinken dann quasi immer Quellen, wo diese, ja, diese Berichte widerlegt wurden. Und das ist quasi ein offenes Projekt, das heißt, jeder kann auch so diese falschen Gerüchte quasi vorschlagen oder dabei helfen, die aufzuklären. Ihr habt einen riesen Vorteil, nämlich was vorhin auch schon besprochen wurde, dass Daten, also viele Datensätze sind einfach verfügbar. Das heißt, wenn irgendwelche wilden Thesen im Raum stehen, dass nämlich zum Beispiel Flüchtlinge viel krimineller sind als Deutsche oder wie auch immer, könnt ihr euch oft Originaldaten verschaffen. Da gab es vorhin ein paar Beispiele irgendwie. Die USA sind viel weiter als wir natürlich. Da kann man sich zum Beispiel auch die Daten über Kriminalfälle und sowas runterladen. Wobei man immer sagen muss, bei Daten ist halt sehr wichtig, dass man auch den Kontext kennt. Also einerseits den Kontext, wie wurden diese Daten gesammelt, aber auch wie wurden sie zum Beispiel in der Verwaltung verarbeitet. Grundsätzlich brauchen wir mehr Transparenz, mehr Offenheit und mehr Interaktion. Was ich ganz schön fand, so. Ich saß gestern im Büro, also wir sind gerade sozusagen zwischen zwei Magazinproduktionen, ich habe eine Geschichte fertig geschrieben, war ziemlich im Stress irgendwie, hatte auch noch nicht gepackt und so weiter und so fort und wollte nur kurz twittern, dass ich mich auf meinen Vortrag freue und habe irgendwie geschrieben, Hashtag Jugend hackt, hackt, also irgendwie die Tastatur hing oder mein Gehirn. Und das hat nicht lange gedauert, dann hat jemand geschrieben, so haha, Jugend hackt, hackt, das ist jetzt die Version 2.0. Und hat mich einfach darauf hingewiesen, dass es eben einfach Jugend hackt heißt und es einfach falsch war. So. Das sind keine Fake News, aber ich finde, dieses Beispiel zeigt halt einfach ganz schön, wie schnell Sachen, die falsch sind, im Netz korrigiert werden und wie schnell du eigentlich gemeinsam dann irgendwie zu einer Lösung kommst oder darauf hingewiesen wirst, dass es eben nicht stimmt. Und ich glaube, früher hätten Journalisten, oder so eine Vorgehensweise, die halt gar nicht geht, früher hätten Journalisten vielleicht einfach den Tweet dann gelöscht und gedacht, peinlich. Und heute, ich glaube, was wichtig ist, dass wir einfach eine offenere Fehlerkultur bekommen und diesen Prozess vielleicht, wie man zu Erkenntnissen kommt, auch offenlegt. Und es gilt jetzt nicht nur für Tweets, sondern auch für Recherchen, also sozusagen transparent zu machen, was wir wissen und was wir nicht wissen, wer die Quellen sind, also wenn wir die Quellen nicht schützen müssen und so weiter. Korrektiv ist ein gemeinnütziges Recherchebüro mit Sitz in Berlin unter anderem und die binden sehr stark Leser in Projekte ein. Also die haben zum Beispiel die Struktur der Sparkassen untersucht und haben Leser zu Reportern ausgebildet, die dann selbst bei ihrer Sparkasse Daten und Informationen anfragen. Und dadurch konnten die natürlich strukturell einfach die Probleme, die da existieren, viel besser abbilden. Die eigentliche Herausforderung rund um diese ganzen Fake News ist, es ist nicht so, dass Trump allein dazu geführt hat, dass dieses Vertrauen in die Medien nicht mehr existiert oder stark angekratzt wurde. So. Trump war auch deswegen so erfolgreich, weil es eben diesen Misstrauensverlust gibt und zum Teil auch das Gefühl, dass sich Leute von Medien nicht mehr repräsentiert fühlen und sozusagen in ihren eigenen Öffentlichkeiten, in ihren Facebook-Gruppen und so weiter diskutieren und sich zum Teil auch radikalisieren. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen müssen oder die ihr euch auch mit euren Projekten vielleicht stellen könnt, ist, wie brechen wir eben diese Filterblasen auf? Gerade bei Leuten, die vielleicht bestimmte Weltbilder haben und gar nicht so bereit sind, irgendwie sich eine andere Meinung anzuhören. Der Journalismus geht gerade eigentlich einen Schritt zurück. Das heißt, Journalisten versuchen sich wieder am Lokaljournalismus. Das heißt, die gehen in den Mikrokosmos rein, die gucken irgendwie, wie ist die Stimmung auf dem Dorf, wie ist die Stimmung in bestimmten Vierteln, aus denen in den vergangenen Jahren vielleicht nicht so viel berichtet wurde. Und Zeit Online hatte ein ganz interessantes Projekt, das hieß Deutschland spricht. Da konnte man sich in so eine Datenbank eintragen und dann trägst du quasi deine politische Gesinnung ein. Was hältst du von Russland? Was hältst du von Flüchtlingen? Was hältst du von Grünen? Und dann wirst du quasi mit jemand gematcht, der eine komplett andere Ansicht hast als du. Und die Idee war eigentlich, Leute zusammenzubringen, die nicht die ganze Zeit miteinander zu sprechen und die diskutieren zu lassen. Genau, und da hat auch der Chefredakteur von Zeit Online quasi festgestellt, dass er eigentlich in einer ganz schönen Filterblase lebt. Und ich glaube, er hat geschrieben,
Genau, das ist ein Prenzlauer Berg in Berlin, noch nie jemand getroffen hat, der für Atomkraft, für Putin ist und gegen Flüchtlinge. Das da, wo er lebt, alle Grünen wählen oder eine Schattierung von Rot, alle Regisseure, Models, Unternehmensberater, Architekten oder Journalisten sind und gerne aus Schwaben zugezogen. Und ja, und da muss man ganz ehrlich sagen, so in vielen Redaktionen, die sehen halt noch relativ einheitlich aus. Also es gibt relativ viele, also wenige Leute mit Migrationshintergrund. Es ist nicht wirklich divers, auch heute noch nicht. Und das bedeutet im Endeffekt auch, dass bestimmte Themen eben vielleicht nicht aufgegriffen werden, dass bestimmte Ängste nicht frühzeitig erkannt werden, weil man sich in einer komplett anderen Welt bewegt. Es gibt ein Projekt, die versuchen quasi dorthin zu gehen, wo debattiert wird. Die heißen Schmalbart, existieren seit ein paar Monaten und die haben quasi für ihre Mitglieder so einen Leitfaden erstellt, mit dem sie auf bestimmte Fragen antworten können. Also das heißt zum Beispiel, wie kriminell sind Flüchtlinge, lässt sich Klimawandel beweisen und so weiter und so fort. Und die Mitglieder von denen gehen dann in die sozialen Netzwerke rein, wo harte Debatten geführt werden und versuchen dann irgendwie so andere Informationen quasi da reinzubringen, mit den Leuten zu diskutieren. Und ich glaube, so auch die Herausforderung für euch ist vielleicht gerade auch angesichts der Bundestagswahlen, wie man in Deutschland eben irgendwie ja, wieder miteinander ins Gespräch kommt. Das könnten vielleicht GIFs sein, das könnten Offline-Veranstaltungen sein oder vielleicht super Datenprojekte. Und ich bin gespannt. Genau, und ich bin auf Twitter immer noch zu erreichen, falls irgendjemand noch eine Frage hat oder Infos möchte oder noch einen Kommentar abgeben möchte.